Aria von Ahrenfels. Sommersonnenwende. Gelesen von Carsten Krause. Habt ihr die Post schon geöffnet, Prinzessin Aria? Nein, ich hab sie verbrannt, Lian. Verbrannt? Aber, Baron Don Escobar, erwartet doch sicher eure Antwort. Dann schreib du sie ihm. Aria lief zum Brunnen und setzte sich an den schattigen Rand. Sie blickte hinab in den Schlossbrunnen, den bereits seit Jahrhunderten ihre Vorfahren nutzten, um zu trinken, Bier zu brauen, zu waschen und zu baden. Aria liebte das Bad, wenn ihre nackte Haut vom Wasser umgeben war und sie zu schweben schien, dann war dies ein Zustand der Glückseligkeit für sie. Schreib ihm, lieber, geliebter Escobar, ich sitze gefangen in der Folterkammer des schwarzen Barons auf einer Insel im Rhein. Rette mich! Sie machen sich über ihn lustig, Prinzessin. Mitnichten, teuerster Zofer. Aber ich hasse seine Briefe. Kein Wort über mich. Keine Frage, wie es mir geht oder was ich gemacht habe. Geschweige denn von dem, was ich denke und fühle. Im Gegenteil. Ich lese nur von seiner Jagdtrophäe, die er für mich geschossen hat. Dabei liebe ich Tiere. Er kennt mich nicht. Passt auf. Don Escobar beauftragt sicher sofort Söldner, um die Burg des schwarzen Barons anzugreifen, um euch zu befreien. Ein gefährlicher Scherz. Lian folgte der Prinzessin zum Brunnen. Sie beobachtete Aria, die sich am Rand des Brunnens gesetzt hatte. Ihre langen braunen Haare wehten im Sommerwind. Lian bewunderte Aria schon seit ihrer Kindheit. Sie war eine wunderschöne Prinzessin. Ihr lagen die Jungen und Männer zu Füßen. Aber sie ließ niemanden mehr seit dem Tod ihres Vaters an ihren Gedanken teilhaben. Es war wie eine verschlossene Tür und Aria schien den Schlüssel zu ihrem Herzen für immer verloren zu haben.